Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Heute gibt es ein Update zu meinen kleinen Kindern von der Phalaenopsis equestris Frele, die im Styropor saßen. Dazu gibt es einige Videos auf meinem Kanal und heute wollte ich euch zeigen, was jetzt damit ist und was ich verändert habe. Und zwar habe ich die getrennt, weil die beiden haben sich gegenseitig Nährstoff und Platz weggenommen und ja, die wuchsen nicht so toll und deswegen habe ich sie getrennt, weil ich doch einsehen musste, dass zwei Pflanzen in einem Topf nicht wirklich gut funktioniert. Und ja, das war wirklich notwendig und ich habe dann ein paar Tage später sofort die Resultate gesehen, und zwar an dieser hier. Die hat vorher gemickert. Nee, Moment, das war diese. Die hat vorher gemickert und hat auch ein paar kleine Schwächeerscheinungen hier in den Blättern bekommen. Und nach der Umpflanzung hat sie eine neue Wurzel gebildet und ein neues Blatt. Ich hoffe, das sieht man. Da bekommt sie ein neues Blättchen und die neue Wurzel hat sie auch bekommen nach dem Umtopfen. Das war die Reaktion auf das Umtopfen und die war positiv und das hat mir gezeigt, dass es doch nicht wirklich gut funktioniert mit zwei Pflanzen im Topf. Obwohl die eigentlich genug Nährstoffe und Wasser immer bekommen haben, aber irgendwie hat das nicht wirklich funktioniert. Jetzt entwickelt sie sich weiterhin gut. Also ich bin überrascht, dass die so schnell sich dann erholt hat, obwohl ich beim Umpflanzen ein paar Wurzelchen kaputt gemacht habe. Und die ist wieder in Styropor gekommen, da sie damit richtig verwachsen war. Die Wurzeln sind richtig angewachsen an das Styropor. Und unten habe ich allerdings Blähton als Drainage gelegt. Und wie man sieht, Equestris liebt Blähton. Also die macht richtig dicke Spitzen mit diesen Saughaaren an den Wurzeln. Und das gefällt ihr richtig gut. Und die bleibt jetzt weiterhin so wachsen. Hier macht sie auch eine Spitze Richtung Boden. Also ihr gefällt alles und sie bleibt erstmal im Styropor. Und das Experiment von Phalaenopsis im Styropor geht weiter. Also es ist kein Nachteil für die Pflanzen, im Styropor zu wachsen. Und im Hinblick auf den Winter, auf den kommenden, dann denke ich mir, dass es auch ein warmes Substrat ist, was die Wurzeln in gewisser Weise warm hält. Und das ist für mich quasi eine Art Wasserkultur, nur halt mit etwas wärmeren Bedingungen in einem Plastikbecher und im Styropor. Ist etwas viel Plastik und ja, aber für mich ist es ein gewisses Upcycling und deswegen bleibt diese eine Pflanze drin und ich werde sehen, wie die sich entwickelt, alleine diesmal im Becher und werde natürlich weitere Updates dazu machen. Die andere Pflanze ist in Blähton gekommen. Das Styroporstück, an das die sich geklammert hat, habe ich nicht abgerissen, habe ich ihr gelassen, weil die wirklich, also die ist richtig da reingewachsen, das ist Wahnsinn. Und ich wollte nicht noch mehr Wurzeln beschädigen und das abreißen. Die ist in in Blähton gekommen, erstmal mit den Wurzelspitzen. Den Becher werde ich wahrscheinlich erstmal so lassen und mal gucken, wie diese so entwickelt, dass die da einfach reinwächst von oben. Die Wurzeln wachsen ja auch schon Richtung Blähton und oben bleibt sie quasi wurzelnackt.
Auch diese Pflanze liebt Blähton, also wer kein Styropor mag, kann ruhig Equestris auch in Blähton pflanzen. Hier sieht man die richtig fette Wurzelspitze. Und da sieht man, wie toll die das findet, im Blähton zu wachsen. Genauso wie da unten. Die ist Wahnsinn. Also Equestris liebt Blähton. Und ja, also die entwickelt sich toll im Blähton. Auch die anderen Equestris-Pflanzen, die ich habe, die im reinen Blähton sitzen, entwickeln sich alle prächtig. Und deswegen bleibt diese hier auch jetzt im Blähton. Und mal gucken. Das war halt die kräftigere Pflanze von den beiden. Und deswegen ist sie in den Blähton jetzt gekommen. Und ich hoffe, die blüht auch bald. Denn bei der Phalaenopsis equestris können die Kindel bereits auch im frühen Alter blühen. Nur ich lasse es nicht immer zu. Dann knipse ich den Blütentrieb ab, wenn ich sehe, dass sie noch zu wenig Wurzeln haben. Aber diese hier hat viele Wurzeln und wenn sie doch einen Blütentrieb macht, werde ich den dran lassen. Da es die schöne Equestris Freelip ist. Ja, das ist jetzt so ein kleines Update, was mit den Pflanzen im Styropor geschehen ist und wie es weitergeht. Eine kleine Veränderung als Update für euch und ich werde weiter das beobachten, wie die sich entwickeln. Jetzt kann man natürlich richtig toll im Vergleich sehen, wie die eine im reinen Styropor sich entwickelt und die andere im Blähton. Die stehen natürlich bei gleichen Kulturbedingungen sehr sonnig und bekommen wie immer Osmosewasser und das zweite Mal beim Gießen Osmosewasser aufgedüngt. Wie immer, wie auch bei den anderen Orchideen, wird alles gleich gehalten. Die stehen warm. Und ja, wie gesagt, ich halte euch auf dem Laufenden. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.